Der heimliche Star der letzten Woche, Stefan Schwinghammer. Was ist das für ein Torwart, Alter, ehrlich? Es passt gut, wir brauchen eh noch einen gescheiten Torwart. Und er verbreitet weiter Angst und Schrecken. Dein Name macht mir schon ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. Schwinghammer, es hört sich schon nach einem gefährlichen Torwart an. Die Volley-Challenge. Ihr werft den Ball gegen das Trampolin und schießt direkt auf das Tor. Alle drei Spieler pro Team mit drei Schüssen. Durch den Magenta-Ball bis zu 12 Punkte möglich. Und der Schwinghammer versucht das zu verhindern. Sehe ich da etwa schon ängstliche Lautra? Von wo ist der Torwart? Landesliga. In Landesliga sieht das nicht aus. Ja, definitiv Angst pur. Richtig versagt, Männer. Egal, lieber jetzt als in der Saison. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Das kann ja nur besser werden. Magdeburg, bisher stabiles Mittelfeld. Okay, Torwart, du meinst ernst, Digga? Digga, natürlich, Bro. Dritte Liga ist kein Zuckerschlecken. Zwei Punkte, so lala. Da sind wir immerhin einer Meinung. Mit nur drei Punkten bisher auf dem vorletzten Platz, Viktoria Köln. Time to shine. Ja! Ja! Fünf Punkte, Bestwert bisher. Hey Lübeck, für euch wird's jetzt ernst. Ihr seid Letzter. Auf Konzentration jetzt. Ein Sixpack, Tommy. Weißt du wieder nicht, was er ist, oder? Ist mir lieber als der am Bauch. Jungs, ihr seid mir sympathisch, keine Frage. Aber jetzt mal kurz Prio Wollis und Bier hinten anstellen. Ja, jetzt sind wir doch da. Jawohl. Jawohl! Na dann, Prost, Männer. Vom MSV hätten wir uns auch etwas mehr erwartet. Aber immerhin überzeugen sie optisch. Ich nehm's mal vorweg. Ja. Nur zwei Treffer. Aber was für welche. Waren am Ende drei Punkte für Duisburg, aber zumindest was für die Galerie dabei. Und das ist die finale Platzierung am unteren Ende der 3-4-3-Tabelle. Wird Zeit für die Top-Teams. Uerdingen, ihr habt noch Ambitionen? Gut, Luki! Ja, du musst halt am besten schießen lassen noch. Ja, Captain! Hoppala! Hoppala! Bim, bim! Nochmal fünf Punkte. So langsam nimmt die Überraschungs-Challenge hier richtig Fahrt auf. Meppen, ihr seid als nächstes dran. Einfach die Schusstechnik von eurem Coach abschauen. Komm, Jungs. Haben wir uns so eingegroovt. Na also, das war ja Frings-esk stark. Stark. Da hat er aber nochmal alles rausgeholt, was in seiner Größe drinsteckt, hä? Nur zwei Punkte, da wäre mehr drin gewesen. Euer Fazit? Also ich fand mich schon ziemlich geil, vielleicht macht ihr so und ich mach immer so. Mannheim, nach dem Lattentreffer dürftet ihr jetzt auch beflügelt in die letzte Challenge gehen, oder? Ja, Junge, komm! Okay, okay, ich merk schon, ihr gebt Gas. Boah, Schussi, sorry. Am Anfang hui, am Ende pfui. Nur zwei Punkte, damit nicht bis ganz an die Spitze geschafft. Bitter. Andersherum läuft es bei Saarbrücken. Nur ein Punkt aus den ersten beiden Challenges. Bei der Mittellinien-Challenge dafür 3 aus 3. Am Ende kackt die Ente. Holt ihr jetzt noch auf? Ja, mach. Ich schieße den Innen rein. Mensch, Daniel, keine falsche Bescheidenheit. Ganz Saarbrücken steht hinter dir. Ja, siehste? Super. Oh! Ja! Oh, stark! Hast du Bock gemacht? Ja, finde ich echt geil. Das glaube ich dir aufs Wort. Das sind 6 Punkte. Und absoluter Rekord bisher bei der Überraschungs-Challenge. Und damit geht's ab an die Spitze. Der Wahnsinn. Wie spannend ist das denn? Dresden kann sich keinen Ausrutscher erlauben. Auch 1860, Bayern 2 und Zwickau sind mächtig unter Druck. Jetzt haben wir Pech. Jetzt haben wir echt Pech. Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch geil. Wow. Wer holt sich den Titel? Spaß, Mensch, ruhig. Nächste Woche gibt es das große Finale, die Viererkonferenz. 3-4-3 die Liga bei Magenta Sport. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.